Wie ich sehe, besaß Henri eine Statue von sich selbst. Ja, für einen Mann mit so hohen Zielen hatte er einen alarmierend schlechten Geschmack. Trotzdem werde ich ihn vermissen. Wir waren wie eine Familie. Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Baphomets Fluch 5, der Sündenfall. Und, nachdem wir ja im letzten Part auch schon wieder ein bisschen mit ihr unterwegs waren und erstmal nicht gesagt haben zu Lane, wir wollen wieder in die Galerie, und im vorletzten Part ja George verhaftet wurde, schauen wir erstmal, was wir in der Galerie jetzt finden werden. Hallo Lane. Hallo, Monsieur Lane. Hallo, schöne Frau. Wir können noch ein bisschen reden, okay. Es gab also ein Verzeichnis der Gemälde. Oh ja, darin war Henri sehr gewissenhaft. Wie war das mit der Galerie? Natürlich, meine Liebe. Wir können gleich hingehen, wenn Sie wollen. Ja, will ich. Ich glaube, die anderen hatten wir nämlich auch tatsächlich letztes Mal schon abgehandelt. Also, da bin ich mir eigentlich ziemlich sicher. Ich hatte das Spiel zwischenzeitlich. Das klingt prima. Wir können meine Tortur bei einem Glas Champagner besprechen. Ein kuscheliger Plausch mit Lane war das Letzte, was ich wollte. Aber er war meine beste Chance, mich mal ein wenig im Büro umzusehen. Worauf warten wir denn noch? Insofern hat sich das glaube ich, nicht gemerkt. Wie der Kellner gelacht hat, als Delane versucht hat, aufzustehen. War da nicht Absperrband vorher? Nach Ihnen, meine Liebe. Das Zimmer ertrank fast im Müll. Es würde nicht leicht werden, zu finden, was ich suchte. Als Lane sich hinsetzte, lugte etwas zwischen den Polstern hervor. Es sah aus wie eine Mappe. Was auch immer das war, die Polizei hat es übersehen. Kommen Sie zu mir auf die Couch. Ich wäre jetzt soweit. Sie würden doch sanft mit mir umgehen, nicht wahr? Oh, ich bin niemals sanft, Monsieur Lane. Oh, oh. Bitte nennen Sie mich Hector. Ach, Lane hatte dieses Sofa wohl hart zugeritten, bis es gehorchte. Ja, ich will mal schauen, kann ich mich noch woanders... Ich gehe einfach, genau, ich gehe einfach. Warte mal. Das interessiert mich jetzt aber. 16, 17, 18, dann hier die 5% können wir überschreiben. Was ist, wenn ich einfach... Ich konnte nicht gehen. Nicht ohne mehr Informationen über das Gemälde zu sammeln. Ich hatte jetzt gedacht, sie würde den Anstand machen und er würde dann irgendwie rumzetern. Kommen Sie zurück. Henri hatte ein paar getrocknete Blumen eingerahmt. Er hatte wirklich einen grässlichen Geschmack. Ich nahm an, das war Henris Gitarre. Die war bestimmt nur zum Angucken. Wir lassen Henri warten. Die Galerie sah leer aus. Das war ein Plakat für ein Musikfestival in Stockholm. Der Hauptakt war eine Gruppe namens The Harry Lobsters. An der Uhr gab es nichts Besonderes. Winke, Katze. Das war eine Schmuckpfeife. In Henris ganzem Müllhaufen gab es nichts, das wie eine Exponatliste aussah. Okay. Da war nichts im... Machen Sie es sich bequem, ma chérie. Das war ein altes Telefon. Die Lampe war immer noch an. Sah ziemlich kitschig aus. Auf dem Kalender war das Datum der Ausstellung markiert. Henris schwarzes Brett war übersät mit Erinnerungen. Okay. Ich wollte schon immer einen VW-Bus haben. Bei meinem Gehalt würde ich mir nie einen leisten können. Ach je. Zumindest war Henri schlau genug, seine Statue für sich zu behalten. Henri besaß eine Statue von sich selbst im Stil eines römischen Imperators. Das war narzisstisch und etwas beunruhigend.
kommen Sie? An der Statue hing ein kleines Feigenblatt an einem Scharnier. Geschmacklos, aber irgendwie reizvoll. Ich würde das Feigenblatt nicht anpacken, solange Lane zusah. Okay, dann muss er halt wegsehen. Ich konnte die Straße sehen. Ach so. Alles war ruhig auf der Straße. Ja gut, das mit dem Straße sehen, das ist ja auch Sinn und Zweck von so einem Fenster. Oh, das Gemälde hatten wir uns mit George, glaube ich, nicht angesehen. Das hatten wir, glaube ich, übersehen und das auch. Nicht mein Geschmack. Nicht mein Geschmack. Sowas könnte George gefallen. Wieso haben wir es uns mit ihm nicht angeschaut? Sowas könnte George gefallen. Naja, vielleicht kommen wir ja mit George auch nochmal her. Ich weiß es nicht. Ein wundervolles Aktbild. Signiert mit dem Namen Tanja R. Ein wundervolles Aktbild. Signiert mit dem Namen Tanja R. Okay. Aber auch nur wundervoll, weil es eine Frau ist, nicht wahr? Okay. Lane. Lane hatte sich tief ins Sofa sinken lassen. Lane hatte die Mappe nicht bemerkt. Bei der dicken Polsterung kein Wunder. Ach, da. Die einzige Art, da ranzukommen, war Lane abzulenken. Okay, haben wir sonst noch was? Klick. Die Flaschen? Nö. Wenn ich darüber langte, würde ich Lanes Bein berühren. Das war eine einfache Mappe. Vorne stand etwas drauf, was ich aber nicht genau erkennen konnte. Okay, Lane. Monsieur Lane? Bitte, Hector. Wie ich sehe, besaß Henri eine Statue von sich selbst. Ja, für einen Mann mit so hohen Zielen hatte er einen alarmierend schlechten Geschmack. Trotzdem werde ich ihn vermissen. Wir waren wie eine Familie. Was wird jetzt aus diesem Laden? Das entscheidet Henris Witwe, die Ärmste. Vielleicht bringt sie es nicht übers Herz, mich vor die Tür zu setzen. Ach, da bin ich zuversichtlich. Okay, was weißt du über das Bild? Können Sie mir irgendwas über das Gemälde erzählen? Es war ein absolutes Vergnügen, es zu finden, ein unentdecktes Juwel. Es ist zweifellos ein fantastisches Gemälde. Was können Sie mir über seine religiöse Bedeutung erzählen? Natürlich steckt in dem Bild auch viel religiöser Symbolismus. Das zentrale Element dabei ist das Heiligenpantheon. Okay. Sie wissen also nicht, wem dieser Serb gehört? Tut mir leid, meine Liebe, wirklich nicht. Ich finde seine Mimik so interessant, wie immer die Mundwinkel runter und hoch gehen bei den einzelnen Punkten. Kennen Sie meinen Presseausweis schon? Den klebrigen? Vielleicht sollten Sie einen neuen anfordern. Ja, aber der ist doch nicht so praktisch. Da hat sie den Schlüssel angeln können, ne? Oh, Hector, vielleicht bieten Sie mir ja auch ein Glas Champagner an. Aber natürlich, Champagner, der Balsam der Natur in schlimmen Zeiten. Okay. Das war ein Glas mit billigem Champagner. Na dann. Oh, das haben wir hier schon. Oh, okay, das können wir wahrscheinlich versehentlich über ihn schütten. Auf neue Freunde. Auf die Liebe. Oh, mon Dieu, ist das kalt. Och, ich Dummerchen. Tut mir ja so leid. Ich muss das nur kurz abtrocknen. Keine Bange, meine Liebe. Cheerio, yo, Miss Sophie. Du hast Lane mit Champagner bekleckert. Ein netter Name für die Errungenschaft. Natürlich in Anspielung an... In der Mappe war eine Aufstellung aller Gemälde in der Ausstellung. La Malédiction musste dabei sein. Da war es. Und daneben stand der Name des Besitzers. Medowski. Die Polizei hatte die Mappe wohl nicht entdeckt. Ich steckte sie zurück. Ich hatte, was ich für meine Story brauchte.
Cheerio, Miss Sophie. Monsieur Lane, vielen Dank für alles. Aber ich glaube, ich höre meinen Chefredakteur rufen. Ma chérie, kein Grund schon zu gehen. Das war doch nur etwas Geklecker. Etwas später. Und ich habe rausgefunden, wer offenbar der Eigentümer von La Maledictio ist. Ein Kerl namens Medowski. Klingt russisch, oder? Medowski? Du meine Güte. Wer ist das? Er ist der Neue im Oligarchenclub. Frisch aus Russland nach London gekommen. Mit Ehrgeiz und einem Ruf als Schlechter. Nico, das ist nicht mehr deine Gehaltsklasse. Ich werde einen erfahreneren Kriminaljournalisten auf die Story ansetzen. Ich kann es mir nicht leisten, dass du verletzt wirst. Ganz ruhig, Ronny. Das ist meine Story. Da bleibe ich dran. Wir können uns ja morgen beim Mittagessen darüber unterhalten. Okay, aber unternimm erstmal nichts weiter. Bis morgen dann. Ronny traute mir diese Story nicht zu, aber ich würde nicht zulassen, dass er sie jemand anderem gab. Ich würde schnell handeln müssen. Komm rein. Was? Hallo George, schön dich zu sehen. Wie ist es gelaufen drüben bei Vera? Ich hoffe, ich störe nicht, wenn ich einfach so reinplatze. Nein, überhaupt nicht. Ganz gut. Ich habe die Waffe gefunden, die bei dem Raubmord verwendet wurde. Ich bin beeindruckt. Echt? Naja, Navette eher weniger. Er hat mich beschuldigt, ich wolle die Waffe da verstecken und ich sei in den Mord an Henri verstrickt. Und dann schickte er mich hinter Gitter. Er hatte natürlich nichts in der Hand, also musste er mich heute Morgen wieder auf freien Fuß setzen. Aber er ist sicher, ich war's. Wenn ich jetzt nur mal in der falschen Tonart huste, sperrt er mich gleich wieder ein. Ansonsten habe ich eine unglaubliche Story für dich. Eine lange Geschichte später. Annette, die Managerin von Vera Security, hat gelogen, was den Eigentümer der Firma angeht. Als ich den Brief zusammensetzte, fand ich einen Namen, Medowski. Medowski? Das ist der gleiche Kerl, der sagt, er sei der Eigentümer von La Maledictio. Was? Ihm gehört das Bild und Vera Security? Er muss hinter diesem ganzen Schwindel stecken. Das sagst du. Aber wir müssen sicher gehen. Was zum... Ich kann in dem Bett nicht schlafen. Ist mir zu weich. George, das ist Senor Marquez. Schön, Sie kennenzulernen. Sie sind also dieser George, was? Ich habe Senor Marquez in der Nachbarwohnung untergebracht. Offenbar ist er der wirkliche Eigentümer von La Maledictio. Bitte? Ich dachte, das Bild gehört Medowski. Senor Marquez behauptet, das Gemälde sei seiner Familie im Spanischen Bürgerkrieg gestohlen worden. Wirklich? Gibt es irgendwelche Beweise? Senor Marquez, könnten Sie ihm bitte das Foto zeigen? Jetzt bin ich gespannt, was George dazu zu sagen hat. Oder ob ihm noch was auffällt, wenn wir hier mit der Maus drüber gucken. Die Statue zum Beispiel. Oder das Fehlen von... das fehlende Stück, ja. Warte mal, hat das nicht Nico fotografiert? Aha. Okay. Frau Kindmann. Wer ist das? Meine Mutter. Eine gute Frau. Eine Heilige. Wie können wir beweisen, dass Sie das Kind auf dem Bild sind? Die Zeitangaben würden passen, George. Ja, aber Zeitangaben, Schmaltangaben, ne? Wer ist das? Mein Vater. Als sie uns 38 holen kamen, konnte ich mit meiner Mutter fliehen. Aber mein Vater hat es nicht geschafft. Zu der Statue nichts zu sagen, zu dem Kamin nicht, okay. Auf dem Kaminsims standen zwei Statuen auf Sockeln. Die Statuen waren recht eindrucksvoll. Das Bild da an der Wand ist definitiv La Maledictio. Es gehörte meiner Familie, also gehört es jetzt mir. Wenn das Gemälde wirklich in den 30er Jahren gestohlen worden war,
hat Medowski keinen legalen Anspruch darauf. Aber wie kann ich sicher sein, dass Sie der Junge auf dem Foto sind? Ich kann es beweisen. Schauen Sie sich meinen Vater auf dem Foto an. Sehen Sie das Medaillon, das er umhat? Er gab es mir kurz vor seinem Tod. Dieses Medaillon ist seit Jahrhunderten im Besitz meiner Familie. Okay, ich würde gerne noch was zum fehlenden Stück wissen. Ein Teil des Familienfotos fehlte. Genau der Teil, der auf Nikos Foto so deutlich zu erkennen war. Sie haben Ihren Vater verloren? Ja, er starb, als die Faschisten unsere Villa überfielen. Marques' Vater trug ein auffälliges Medaillon um den Hals. Ihre Mutter starb also auch bei dem Überfall? Nein, sie brachte mich da raus. Das war Marques' Mutter. Wo starb sie dann? Sind Sie sicher, dass Sie das da sind? Senor, ich lüge nicht. Das ist definitiv das gleiche Medaillon. Eine Schlange, die sich in den Schwanz beißt. Das Symbol ist auch auf dem Gemälde. Das ist der Ouroboros. Der was? Der Ouroboros. Er ist ein Symbol meines Volkes, meiner Familie, meines Glaubens. Der Gnostiker. Mein Vater war ein Anführer der Gnostiker. Und La Maledictio ist den Gnostikern heilig. Daher zeigen beide den Ouroboros. Ein Priester, den ich getroffen habe, hielt das Gemälde für ein Werk des Teufels. Etwas Böses. Ha! Klar, dass der das sagt. Glauben Sie nicht alles, was Ihnen die Kirche erzählt. Was auch immer Sie glauben, das Bild gehört mir. Wenn Marques der wahre Eigentümer von La Maledictio war, hatte Medowski keinen legalen Anspruch darauf. Könnte schwer zu beweisen sein. Aber wenn ich es schaffte, bräuchte meine Versicherung nicht zu zahlen. Wenn das Gemälde Ihnen gehört, wie kommt es dann in Medowskis Besitz? Die Faschisten haben es gestohlen. Es kam über Madrid nach Berlin und nach dem Krieg dann nach Moskau. Danach blieb es verschollen. Bis jetzt. Wir müssen mit diesem Medowski reden. Aber wie finden wir ihn? Ah, jetzt kann ich also laufen. Okay, dann ist jetzt ein guter Zeitpunkt, um die Folge zu beenden. Weil ich würde sagen, das war es erstmal für diesen Part. Ich bedanke mich sehr fürs Zuschauen. Hoffe, ihr hattet wieder Spaß an dem Part. Über einen Kommentar oder eine Bewertung würde ich mich dann sehr freuen. Und wenn wir uns auch beim nächsten Mal wiedersehen. Wenn es wieder heißt, Let's Play Baphomets Fluch 5. Bis dann, macht's gut. Ciao, Leute.